Es ist ein Jahr her, dass ich mein Video Märklin-Kargleise teuer, ich habe eine kostengünstige Alternative veröffentlicht habe. Ein Jahr Erfahrung. Unfassbar, wie die Zeit vergeht. Nach dem Intro erzähle ich dir mehr über meine positiven und negativen Erfahrungen bisher. Hallo und herzlich willkommen bei Richards Moba. Ich bin der Richard und ich freue mich, dass du heute bei mir eingeschaltet hast. Ja, einem Jahr her, dass ich angefangen habe, meine Gleise mit Messingmittelleiter zu verlegen. Falls du diese Lösung noch nicht gesehen hast, klicke dann entweder auf die Infokarte hier oben oder finde den Link in der Videobeschreibung. Pausiere dann dieses Video und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt weißt du, dass ich selbst mal Messingmittelleiter gebaut habe, weil es mir bisher über 600 Euro gespart hat für meine unsichtbare Ebene. Denk mal darüber, wenn man noch so viel mehr Abstellgleise hat, wie viel Geld man dann sparen kann. Aufwand natürlich nicht unbedingt, da es sicher Zeit braucht, um es aufzubauen. Aber dennoch. Heute zeige ich dir, welche 6 Vorteile und 4 Nachteile diese Lösung mir gebracht hat im letzten Jahr. Dabei gebe ich dir auch noch ein paar wertvollen Tipps, um eine Mittelleiter aus Messingdraht noch besser zu verlegen, als wie ich das gemacht habe. Das erste Riesenvorteil ist, dass ich 8,50 Euro pro Meter Gleis gespart habe gegenüber Standard-Märklin-Gleise. Da ich im Schattenbereich bisher ca. 80 Meter Gleise verlegt habe, heißt das ein Ersparnis von 680 Euro. Davon habe ich mir diesen Zug damals leisten können. Es gibt ausreichend Stromeinspeisungsmöglichkeiten, bei mir maximal jede 150 cm. Und weil die Messingdrähte alle durch mein Sperrholz gebohrt sind, geht das sehr locker und einfach mit Vago-Klemmen. Ein anderer Vorteil ist, dass der Messingdraht sehr biegsam ist, sich aber auch wieder in seine Grundlage springt. Dies hilft für die Verlegung in die Kurven. Solange der Draht mittig bleibt und auf die richtige Spannung steht, kann dann nichts falsch gehen während des Einbaus. Um der Draht in die Kurven richtig stabil zu halten, braucht man nur ein paar Tropfen dickflüssige Sekundenkleber, jede 20 cm oder so. Meine Erfahrung ist, dass diese durchgehende Mittelleiter weniger Geräusch produziert als Punktkontakte. Somit kann ich meine Züge besser hören, wenn die Sound haben. Aber auch gibt es insgesamt weniger Rollgeräusche. Um dies zu zeigen, habe ich extra Gummikork unter meine C-Gleise gelegt, sodass die Gleise mindestens gedämmt sind. Kannst du jetzt selber mal hören, was der Unterschied ist. Ein anderer Vorteil, der mehr zu tun hat mit dem Gleiswahl, ist, dass das Märklin-Kargleis nicht einfach zu verlegen ist. Da sind die benutzten Telex-Standardgleise echt wesentlich einfacher und schneller zu verarbeiten. Die Zuverlässigkeit des Messingdrahts und die Gleise ist mindestens genauso gut wie bei Standard-Märklin-Gleise. Das Wichtigste bei allen Gleisen ist fahren, fahren und noch mehr fahren. Somit bleiben die Züge dann am besten rollen. Wenn du deine Modellbahn längere Zeit nicht benutzt und sie nicht staubgeschützt ist, werden Züge, egal von welchen Gleisen, Kontaktprobleme haben. Die Verlegung von einem separaten Mittelleiter kostet mehr Zeit und Aufwand als bei original Märklin-Gleise, wo die schon integriert ist. Die weitere Verarbeitung und Verkabelung sind aber genauso schnell, wenn nicht schneller als bei C-Gleis oder K-Gleis. Denke hierbei an Kabel anlöten beim K-Gleis oder vernünftige Kontaktgleise herstellen beim C-Gleis, falls du mit Rückmelder arbeitest für PC-Steuerung. Optisch ist Messingdraht auffälliger als Punktkontakte. Deswegen ist es meiner Sicht nur nutzbar in die unsichtbaren Strecken meiner Modellbahnanlage. Bei ein paar Stellen habe ich zu viel Sekundenkleber benutzt. Dies habe ich zwar versucht wegzuschleifen,
aber es bringt an einer Stelle immerhin noch Kontaktschwierigkeiten bei bestimmten Loks. Dabei, wenn es zu viel Sekundenkleber gibt, verschmutzen sich manche Schleifer, wodurch die Loks schlechter fahren. Dies kann man sehr einfach wieder korrigieren mit einem weichen Tuch und Waschbenzin, aber es ist ätzend, wenn man das jede paar Stunden machen muss. Dabei ist nicht jede Lok gleich anfällig hierfür. Und dann meine Tipps. Sei sehr sparsam mit Sekundenkleber. Ein Tropfen reicht völlig aus. Dabei sollst du sicher sein, dass der Mittelleiter echt mittig liegt, vor allem in die Kurven. Hierzu habe ich ausführlich getestet, um sicher zu sein, dass es richtig funktioniert. Es hat mir geholfen, dass ich mit Streifengeräuschdämmungen gearbeitet habe, die beide eine Hälfte bilden. Das habe ich auch jetzt wieder in der sichtbaren Ebene gemacht und somit war dann die Mittellinie einfach zu erkennen. Sobald die Gleise vernünftig liegen, konnte ich meinen ganzen Minischanbahnhof innerhalb von einer Stunde versehen mit Eigenbaumeterleiter. Dies entspricht ca. 9 Meter pro Stunde. Also dann hast du so ungefähr eine Referenz. Ja, natürlich kostet es mehr Aufwand, aber auch nicht unendlich viel. Dann zum Fazit. Der größte Nachteil ist die extra Aufwand, aber dazu kann ich nur sagen, unser Hobby braucht einfach viel Zeit. Und jeder kann selbst entscheiden, wo er seinen Fokus und Zeit investieren möchte. Die andere genannten Nachteile habe ich selbst verursacht, weil ich noch nicht genug Erfahrung hatte damals. Ich habe diese Fehler gemacht, sodass du die nicht machen musst. Die Vorteile wiegen für mich absolut schwerer als die Nachteile. Selbst kann ich diese Lösung nur empfehlen, weil es einfach so viel Geld spart und mindestens genauso zuverlässig ist als Standard-Märklin-Gleise. Falls du mehr Details haben möchtest über die Verarbeitung, kannst du mir ruhig in die Kommentare fragen oder mir eine E-Mail schicken. Diese Informationen findest du bei meinen Kanalinfos. Also, was wird es nachher geben? Bald führt meine Modellbahnreise zum nächsten Bahnhof. Selbstbaumetallleiter für meine sichtbare Ebene. Selbstverständlich möchte ich kein Messingdraht im sichtbaren Bereich haben, wegen der Optik. Wenn du nicht verpassen möchtest, wie ich meine Gleise mit Selbstbau-Pukos und Betonschwellengleis verlege und teste, dann sollst du unbedingt meinen Kanal abonnieren. Vergesse auch nicht, um auch die Glocke anzuklicken und mir einen Daumen hoch zu geben bei dieses Video. Es kostet dir nichts, aber es hilft mir, weiter zu wachsen in YouTube und für euch neue interessante Content zu machen. Das war's für heute. Liebsten Dank fürs Zuschauen, bleibe gesund und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Richards Mobile. Mach's gut, ciao.